neue Schuhe oder was? Niegelnagelneu. 120 Euro. 120 Euro. Ja, ganz schön teuer, aber das liegt daran, dass die Mitarbeiter in der Produktion von denen so viel verdienen. Komm mal mit, ich zeig dir, was die Mitarbeiter in der Produktion wirklich verdienen. Komm, jetzt schauen wir uns mal deinen Schuh an. Ganze 26 Euro zahlst du alleine für die Marke. 45 Euro verdient der Einzelhandel. Was glaubst du, bleibt da noch übrig in der Produktion? Genau 2,50 Euro Lohn bekommen die. 2,50 Euro sind schon wenig. Kann ich irgendwas dafür tun, dass die Arbeiter in der Produktion mehr Geld kriegen? Klar, achte einfach darauf, dass du Fairtrade-Produkte kaufst. Und überleg dir mal, deine Schuhe haben 120 Euro gekostet, die Mitarbeiter verdienen 2,50 Euro in der Produktion. Was glaubst du, was die Mitarbeiter verdienen bei einem T-Shirt für 6 oder bei einer Jeans für 10 Euro? Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.